Stets bewegen mit Gottes Segen, hieß es am Samstag im Paul-Kreifzu-Stadion in Dessau. Das zweite Sportfest der evangelischen Kindertagesstätten Anhalts lud bei strahlendem Sonnenschein zum sportlichen Wettstreit ein. Obwohl, wenn man es genau betrachtet, war es ein großes Familienfest. Denn der Spaß stand im Vordergrund und den sollten alle haben. Das haben wir gemacht, um Gemeinsamkeit innerhalb der Einrichtungen, die zur Anhaltischen Landeskirche gehören, auch den Eltern und Kindern zu vermitteln, denn es ist die einzige Möglichkeit, Kontakt zu haben, dass sich Kinder aus dem Kindergarten zum Beispiel in der Kreuzgemeinde mit Kindern aus dem Kindergarten in Rottleben kennenlernen. Ja. Doch nicht nur die Knirpse mussten ran, auch die Eltern wurden mit einbezogen. In der Elternstaffel zeigten die Großen, wie fit sie in Sachen Koordination sind, wie geschickt sie mit dem Ball umgehen können und warum am Ende eben doch immer die Schnellsten und die Stärksten den Sieg holen. Das ist im letzten Jahr entstanden. Bei unserem ersten Sportfest kam die Idee auf, dass die Eltern auch mit ran müssen. Alles natürlich unter dem Aspekt der Freude und des Spaßes. Und die Idee kam auch auf, einen Pokal als Wanderpokal sozusagen mit ins Leben oder mit einzuführen. Und der hat heute seinen Besitzer gewechselt. Und ich denke, die Eltern hatten, nicht nur die Kinder hatten Freude, auch die Eltern hatten Spaß und Freude, an der Staffel mit teilzunehmen. Waren im letzten Jahr nur 5 Kitas mit am Start, konnten sich die Veranstalter in diesem Jahr schon über 2 weitere Kindertagesstätten freuen. Am Ende ging der Sieg an die Kindertagesstätte Marienkirche, die sich über den riesigen Wanderpokal freute, und für die Kinder der Plätze 1 bis 3 gab es die obligatorischen Medaillen. Die Chancen für eine weitere sportliche Runde stehen nicht schlecht. Dennoch wollen die Verantwortlichen noch überlegen, wie und in welchem Rhythmus das Sportevent in Zukunft stattfinden soll.